nicht nur einer einheitlichen Komposition. Auch einer einheitlichen Tonskala soll sich alles Einzelne unterordnen. Verrocchio, Perugino und Bellini machten auch auf diesem Gebiet viele wichtige Entdeckungen. Doch erst Leonardo hat das Problem gelöst. Er war Musiker. Schon in seiner Jugend, erzählt Vasari, hätte er durch sein Lyraspiel alle entzückt. Und an den Hof des Moro sei er berufen worden, weil er jenes Instrument, das den Tönen so viel Wohllaut und Schmelz gab, erfunden hätte. Alle Maler, die nebenher Musiker waren, Giorgione wie Gainsborough, Watteau wie Corot, haben nun die weichen, schmelzenden Töne geliebt. So ist es kein Zufall, dass der Musiker Leonardo der Begründer des malerischen Stiles wurde. Er gab der Farbe einen Stimmungszauber, wie ihn seine Vorgänger noch nicht ahnten. Alle zähen, bunten Töne sind von seiner Palette verbannt. Nie nimmt er Zuflucht zu Gold. Alle Konturen verschwimmen. Das weiche, durchsichtige, wogende tritt dem zeichnerisch Starren gegenüber. Die Epoche des Helldunkels beginnt, die in Giorgione, Tizian und Correggio gipfelt. Das sind sehr wichtige Dinge. Und trotzdem scheint mir, dass die Bedeutung Leonardos viel zu niedrig bewertet würde, wollte man ihn lediglich als den Erfinder des Clair Obscur, als den Begründer der Kompositionslehre der Klassik feiern. Denn Technik ist doch nichts anderes als die Manifestation der Seele.